Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja letztens einen Drogerie-Neuheiten-Haul hochgeladen und habe dann auch letztens so ein paar Produkte in meine Aufgebraucht-Körbe getan. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, hey krass, du hast momentan echt viel an Hautpflege, die aus der Drogerie kommt. Und ich finde das so toll, weil die Drogerie hat sich wirklich meiner Meinung nach gemacht und da sind mittlerweile in verschiedensten Drogerien so viele unterschiedliche, toll formulierte, preisgünstige Alternativen zu sehr teuren Produkten, sodass ich gedacht habe, ich zeige euch heute mal meine Drogerie-Hautpflegeroutine. Einiges ist schon alle, das muss ich jetzt nachkaufen, aber einiges benutze ich auch gerade tagtäglich. Meine Haut geht's super gut. Ich finde die Produkte toll und deswegen zeige ich sie euch heute. Wir fangen mal so an, wie ich auch starten würde, und das ist mit der Reinigung. Ich wasche nicht jeden Morgen mein Gesicht mit einem Reiniger, aber meistens schon. Und ich rede auch gleichzeitig noch über einen Reiniger für abends, wenn ich mein Make-up abbekommen möchte. Das ist allerdings auch für mich eine der schwierigsten Kategorien, denn ich finde, selbst bei teureren Produkten ist es schwierig, Produkte zu finden, die wirklich ihren Job richtig, richtig gut machen. Und dann das Ganze auch noch auf die Drogerie umzuschwenken, es ist schwierig. Ich finde diesen Reiniger hier am besten von allen, die ich jetzt so getestet habe. Den bekommt ihr bei Rossmann, der ist von Physicians Formulas, eigentlich eine Make-up-Brand. Den findet ihr auch bei Make-up. The Perfect Matcha 3-in-1 Melting Cleansing Balm. Ich liebe Cleansing Balms. Ich finde, die sind meist ein bisschen einfacher in der Handhabung als Cleansing Oils. Man kann besser damit verreisen. Der hier ist auch nicht allzu groß. Funktioniert also super dafür. Das ist nicht der intensivste Reiniger, den ich jemals benutzt habe. Aber für... Oh, mein Reiniger ist alle gegangen. Ich brauche jetzt schnell aus der Drogerie etwas, finde ich den am besten. Die Cleansing Oils in der Drogerie, die ich benutzt habe und getestet habe, sind für mich eigentlich alle bis jetzt zu ölig, zu schmierig oder sie haben bei mir in den Augen gebrannt oder sie haben nicht alles abbekommen. Bei dem hier muss ich auf jeden Fall auch einiges benutzen, das heißt, der reicht bei mir jetzt nicht ein ganzes Jahr, aber er bekommt sehr, sehr viel runter. Er ist sehr mild formuliert und eben nicht so schmierig auf der Haut. Deswegen finde ich den für die Reinigung abends sehr, sehr gut. Zumal ich meist auch noch ein Double Cleansing mache. Das heißt, ich benutze erst einen ölbasierten Reiniger und dann nehme ich eher so was Leichteres, was wie ein Waschschaum oder ein Gel oder eine Lotion. Und das hier finde ich so gut. Das ist von Isana, also von Rossmann. Eigenmarke aus der Pure-Reihe der Reinigungsschaum. Sanfte Reinigung mit Niacinamid und Panthenol mit 0% Parfum, was ich ganz, ganz toll finde. Ich finde, er ist so gut formuliert. Ich habe den jetzt aus meiner Aufgebraucht-Kiste geholt. Also guckt nicht so genau drauf, aber ohne Mist, ich hatte den jetzt ein Jahr, das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Der stand bei mir immer in der Dusche und der ist für morgens unter der Dusche, ist der so angenehm, aber auch so für eine zweite Reinigung finde ich den toll. Wie der Name oder wie das Produkt auch sagt, das ist eine sehr milde Reinigung. Etwas, was die Haut so ein bisschen beruhigt. Reiniger muss jetzt bei mir nicht die Haut beruhigen oder so, aber es sollte auf jeden Fall die Haut nicht reizen, sagen wir es mal so. Und das hat der wirklich gar nicht gemacht. Der kann toll mithalten mit teureren Produkten. Viele solcher Schäume brennen bei mir in den Augen. Das hat der gar nicht gemacht. Der ist so mild, der ist für sensible Haut geeignet und so günstig. Also ich will diese Reihe hier von Rossmann auf jeden Fall noch mal weiter austesten. Wenn ich aber mal richtig hartnäckiges Make-up drauf habe, dann benutze ich sehr gerne ein Micellenwasser und da gibt es in der Drogerie von sehr vielen Marken sehr gute Produkte. Ich mag das von Garnier, ich mag das. Ich glaube auch die Eigenmarken haben ganz solide Produkte. Das hier ist jetzt von Neutrogena Skin Detox 3-in-1 Micellenwasser
Und ja, ihr seht, davon habe ich auch schon einiges benutzt. Es ist eine riesen Pulle, 400 Milliliter, und ich benutze das, wie gesagt, halt nicht jeden Tag. Aber das ist etwas, wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, da ist vielleicht noch ein bisschen Mascara oder so übrig geblieben, dann wirkt es Wunder und in Kombination mit diesem Cleansing Balm richtig gut. Und dann schwöre ich mittlerweile auf einen Toner mit Säure. Ich finde einfach, das ist für meine Poren, für den Teint das Beste, um den so richtig ebenmäßig zu bekommen. Und die Haut fühlt sich danach so glatt und geschmeidig und rein an. Und ich schwöre auf ein Produkt von Paula's Choice. Da gibt es einige verschiedene, die ich gut finde, aber das war so das erste, was ich benutzt habe und das vertrage ich super. Und letztens habe ich dann das hier gekauft und ich bin so happy damit. Das ist von No Cosmetics, der Liquid Refiner mit 2% BHA, 1% Succinic Acid und ganz viel anderen Sachen. Verfeinert die Haut, befreit die Poren, peelt sanft, wirkt antioxidativ. Und das ist eine Kooperation mit dem Leon von X Skincare. Ich habe jetzt hier gleich die große Flasche gekauft, ohne zu wissen, wie ich das finde. Gott sei Dank finde ich das Produkt aber sehr, sehr gut. Das ist eins der Produkte, was ich liebe, weil man sofort einen Unterschied merkt. Also ich gebe das auf ein Wattepad auf und verteile das vor allem in der T-Zone und dann den Rest auf so ein bisschen im Rest des Gesichtes. Und sofort fühlt sich meine Haut reiner, ebenmäßiger an, glatter, einfach besser. Ist einfach eine richtig tolle Grundlage. Ich liebe das abends aufzutragen, bevor ich mit Serien und Cremes und so weiter mein Gesicht bearbeite. Aber das ist wirklich toll formuliert. Ich finde toll, dass das mit so einem Pumpspender kommt. Das ist nicht günstig und ich finde, die Marke No Cosmetics macht an sich sehr, sehr tolle Produkte. Aber es ist auf jeden Fall die höchste Preisklasse, die man, glaube ich, so bekommen kann in der Drogerie. Aber eben toll formuliert und in dem Fall hier jetzt auch mal mit einer ordentlichen Größe, weil ansonsten gehen die No Cosmetics Produkte bei mir nach gefühlt 3 Tagen immer alle. Nächstes Thema, Serien. Ich liebe ein Serum aufzutragen, auch Serien zu schichten. Ich finde, das macht so einen krassen Unterschied. Die Drogerie hatte allerdings lange Zeit ganz nette Produkte, aber nichts wirklich besonders herausstechendes. Das Serum, was ich jetzt schon viele, viele Jahre benutze und immer wieder zeige und eigentlich immer zu Hause habe, ist von Isana aus der Age Performance Reihe, das Intensivserum. Das ist mit Hyaluronsäure, mit grünem Tee. Das ist so eher dicker. Ich finde, das ist so ein bisschen reichhaltiger. Das ist für mich für Herbst und Winter ein ganz, ganz tolles Serum, was meine Haut so richtig prall aussehen lässt und sie richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Aber dann kam No Cosmetics um die Ecke und die haben wirklich richtig viel rausgehauen, gerade was Serien angeht. Und das ist jetzt eins, das habe ich jetzt gerade zu Hause und ihr seht, das ist schon fast alle. Das ist das Hyper Calm Too Faced Cloud Serum. Ich fand, das klang total schön. Was ich toll finde, ist, dass hier Azelaic Acid drin ist, 5%. Das hatte mir eine Dermatologin empfohlen für meine Struktur auf der Stirn gerade. Da hat sie gesagt, dass das bei mir sehr viel bewirken wird. Und ich finde auch, dass es wirklich einen Unterschied gemacht hat. Also ich habe sehr viel Struktur auf dem Gesicht generell, aber gerade bei der Stirn. Und das ist wesentlich weniger geworden hiermit. Und ich finde auch, das ist etwas, wenn man zu Rötungen neigt, was so die Haut wirklich sehr schön beruhigt. Und das habe ich bei anderen Produkten, die teurer sind, auch schon gehabt. Aber bei einem Produkt aus der Drogerie ist es bei mir wirklich das erste Mal. Deswegen finde ich das ganz toll. Und ihr seht, wie toll ich das finde, weil es fast alle ist. Ist allerdings für mich eher ein Ölhybrid. Also das würde ich jetzt nicht als erstes nach dem Toner auftragen. Ich trage meistens noch vielleicht eine Essence drunter auf oder ein dünneres Serum und dann das hier vor der Creme, weil das wirklich sehr ölhaltig ist. Cremes gibt es in der Drogerie mittlerweile echt viele, die gut formuliert sind, die schön reichhaltig sind. Ich finde das hier herausstechend, weil es einfach so eine besondere Konsistenz hat. Ich finde aber auch, ich werde euch das mal in der Infobox verlinken. Bei DM habe ich letztens ein paar gesehen, die ich richtig schön fand, so von der Formulierung in der Theorie. Das hier ist in der Praxis richtig gut im Frühling, Sommer. Pablo benutzt das
ich glaube das ganze Jahr über. Ich benutze es im Frühling, Sommer. Ich weiß nicht, die wievielte Packung das hier ist, die wir alle gemacht haben. Das ist nämlich auch ein Empty, ein aufgebrauchtes Produkt. Und zwar ist das von Neutrogena, das Hydro Boost Aqua Gel. Ist aber eine Tagescreme, aber eben gelartig. Also super, super leicht, sehr kühlend im Frühling und Sommer. Also genau das Richtige, gerade bei mir. Ich bin auch oft morgens so ein bisschen puffy und so angeschwollen. Und da finde ich sowas Kühlendes einfach so angenehm auf der Haut. Gleichzeitig versorgt es aber meine Haut dennoch mit Feuchtigkeit und pflegt sie ausreichend, weil ich finde, gerade bei diesen Cremes, die eher für ölige Haut geeignet sind, ist es oft nicht genug. Aber im Frühling und Sommer reicht mir das vollkommen aus und es ist eine wunderbare Basis unter Make-up. Dann Thema Lippenpflege, da bin ich ja ein bisschen obsessed. Ich glaube, dass Catrice gerade so eine Lip Sleeping Mask rausgebracht hat und auch so ein Lip Oil, wie ich das liebe. Ich werde euch das in die Infobox verlinken, weil ich habe es im Laden noch nicht entdeckt. Welches Produkt ich aber sehr gut finde für die Lippen, aber so für tagsüber, ist von NYX diese, wie heißen die, Juicy Lip Oils oder so. Boah, die sind richtig gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich meins verlegt habe. Aber wir machen deswegen weiter mit Sonnencreme. Und ich finde, eine Marke, die sich wirklich etabliert hat, ist Garnier. Garnier bringt wirklich eine tolle Sonnenpflege nach der anderen raus, die toll formuliert sind, die sich gut auf der Haut anfühlen, die schnell einziehen, wo man nicht so viel reiben muss. Und ja, ich finde einfach, Preis-Leistung stimmt da total. Allerdings sind die bei mir gerade alle. Ich benutze gerade andere und deswegen kann ich die euch nicht zeigen. Finde die aber super nach wie vor. Was wir gerade hier als Familie immer noch benutzen, ist von Pediprotect die Meeressonnencreme. Ich finde, Pediprotect ist eine Marke, was Sonnencreme oder eigentlich insgesamt Produkte angeht. Die kann die ganze Familie benutzen. Wir benutzen sehr, sehr viel von der Marke für unsere Tochter. Die Body Lotion mögen wir total gerne und zum Baden und so ein Shampoo. Also wirklich viele Produkte. Und diese Meeressonnencreme mag ich sehr gerne. Lichtschutzfaktor 50+. Die ist wasserfest. Ich finde, die ist toll formuliert. Die ist so ein bisschen dicker und reichhaltiger. Aber wenn ich das in der Hand verteilt habe oder verrieben habe, lässt sie sich sehr, sehr gut auch im Gesicht dann verteilen und hinterlässt eben nicht so einen dicken Schleier. Das ist auf jeden Fall eher so eine reichhaltigere Creme. Also die gibt euch den gewissen Glow, aber ich persönlich mag das ja auch ganz gern. Und die sind toll formuliert, da ist kein Parfum drin, ohne Mikroplastik. Also ja, wir mögen die Produkte generell sehr gerne und jetzt gerade benutzen wir immer noch die Meeressonnencreme. Und das war meine Drogerie-Hautpflege. Ich wäre mit diesen Produkten, die ich euch gerade gezeigt habe, super, super happy. Habe auch schon fast alles einmal oder mehrmals nachgekauft und ich bin so glücklich darüber, dass die Drogerie mittlerweile so viel zu bieten hat. Ich würde mich sehr freuen über mehr Cleansing Oils und Cleansing Balms. Das wäre ganz, ganz, ganz toll. Auch bei Sonnenpflege, finde ich, kann man noch ein bisschen mehr machen und Lippenpflege. Aber an sich bin ich sehr, sehr happy. Schreibt mir gerne mal, welche eure Favoriten sind aus dem Drogeriebereich, was Hautpflege angeht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.